Hey, ihr Meisterschützen, willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Wir haben letztes Mal die Rüstung von Tadayori bekommen, aber ich werde die wieder ausziehen. Ich werde wieder die Tracht des Reisenden anziehen. So, die finde ich nämlich besser. Ja, und ich habe nur zwei Skillpunkte zu verteilen, das werde ich mal machen. Nee, hier nicht. Was macht das hier? Durchstoß. Malträtiere zwei Gegner mit zwei durchbohrenden Schlägen. Vier schnelle Schläge entfesseln. Nee. Ein Kunai werfen zusätzlich. Wirf Gegner zu Boden, die von der Schockwelle der Schwarzpulverbombe erfasst wurden. Nee, auch nicht so wirklich. Verlangsame die Zeit beim Zielen für einen kurzen Moment. Nee. Das hier wäre halt schon geil, ne? Zwei auf einmal töten. Oder zweimal hintereinander jemanden erledigen. Hier. Nach erfolgreichem Herausfordern stürmen zwei Gegner hinein, die mit einem Todesstoß ausgeschaltet werden können. Das machen wir. Jetzt habe ich zwar keine Punkte mehr, weil das zwei gekostet hat, aber naja. So, schön, liebe Leute, dass ihr mit dabei seid. Danke fürs Einschalten, danke fürs Liken und Kommentieren, wie immer. Ihr seid super. Und ich glaube, warte mal, sie hat ja gesagt, er ist ja in der Bucht von Asamoah, Yuna, und deswegen... Aber wie ist der Bruder Tika Taka? Taka Tukala? Nein, der Taka. So, wir gehen mal zu Yuna und werden ihr helfen, ihren Bruder zu befreien. Machen wir die Hauptquest einfach mal weiter an der Stelle. Sehr gut, Kage. Ich finde es echt schade, dass man da noch ein bisschen warten muss, was Ishikawa angeht, weil die fand ich echt toll, die Quest. Oh. Mit Tomoe. Aber das machen wir dann irgendwann, wenn es soweit geht, wieder. Tomoe, die ekelhafte. Oh, hier sind ganz normal Leute am Arbeiten. Ich dachte schon, der ist wieder alles... Ist ja alles kaputt und verbrannt. Oh. Hab ganz vergessen, das Pferd kann er nicht von mir aus springen. Das macht's automatisch. Deswegen... Oh, das war da. Ah, ganz übersehen. So, wo ist denn Yuna? Oh, warte, da war wieder was. Ah, es ist so krass, wenn man so lange gespielt hat. Ich habe ja die ersten 5 Parts weg. Ich habe ein Stück aufgenommen. Und dann habe ich jetzt wieder 2 Tage Pause. Es ist echt doof. Da kommt man leider ganz schnell wieder raus. Aber was ist das denn hier? Ein Friedhof. Und hier vibriert es wieder wie blöde. Ist hier eine Grillen? Ah, das ist das letzte Sammelding, oder? Nee. Zirpende Grillen. Grillen sind ein Symbol des Herbstes und Inspiration für eine Vielzahl von Gedichten und lyrischen Texten. Da ihr Gesang geschätzt wird, werden sie oft in kleinen Käfigen gefangen gehalten. Sie kommen überall in der Natur vor, auch wenn einige sagen, man findet sie besonders auf Friedhöfen, wo sie die Toten besänftigen. Okay. Ja, interessant. Gibt's schon wieder was zu sammeln. Ich habe ja gesagt, die 100%, wer weiß. Boah! Alter! Kage! Mach das Pferd auch einfach so, bevor es mir dann irgendwie zu verstehen gibt, dass es da nicht runterspringen will. Spring's halt einfach runter. Ja, tut mir leid, Kage. Ich wollte das nicht. Ja, aber hey, ich find's richtig cool. Ich habe jetzt schon die Kommentare von den ersten 2 Parts gesehen und ich sehe, ihr habt voll Bock drauf. Und ihr findet es schön, dass ich es auf Deutsch spiele übrigens, weil irgendwie scheint jeder mit japanischer Sprachausgabe zu spielen, warum auch immer. Aber ich finde das eigentlich... Ja, eigentlich wäre es angemessen, ja. Aber ich finde halt, der Verständlichkeit wegen ist es halt schon besser, wenn man nicht die ganze Zeit Untertitel lesen kann. Ich kann jetzt auch nicht so gut Japanisch. Wird einige von euch vielleicht verunsichern. So, hä, wie? Du kannst kein Japanisch? Kann auch jeder, ne? Aber... der seine Haut retten wollte. Und es hat funktioniert. Ich verkaufte das saure Reiswasser. Und du? Brauchtest Augen am... einen Monat lang. Du bist paranoid. Du schuldest mir etwas. Okay. So wie es aussieht, kennt Yuna diesen Kenji schon ein bisschen länger. Was auch immer hier vor sich geht, ich gehe, glaube ich, einfach mal rein. Taka zählt auf uns. Ich mag ihn ja, aber das ist zu gefährlich. Das klappt nie. Doch, es wird klappen. Ist das der Samurai? Für euch bin ich Fürst Sakai. Vergebt mir, mein Herr. Ich bin Kenji, aufrechter Händler, berühmter Sake-Brauer.
und bester Schwindler der Insel. Genau darum wird er uns helfen, meinen Bruder aus der Asamo-Bucht zu retten. Die Stadt ist eine Festung. Wenn die Mongolen sie haben, brauchen wir eine ganze Armee, um hineinzugelangen. Oder eine kleine Lieferung mit Sake. Das klappt niemals. Mach den Sake bereit. Wir besprechen den Plan unterwegs. Trinken wir doch erst was. Reden in Ruhe. Jetzt, Kenji. Okay. Der gebrochene Schmied. Oh, warte mal, ich hätte... Ah, weil das hier so eine Nacht- und Nebelaktion wird, ich hätte vielleicht... Versteckt euch im Wagen mit dem Sake. Durchsuchen die... Warte mal, ich hätte... Entschuldigung, wenn ich das jetzt abbreche, aber... Geistwaffen verursachen 20% mehr Schaden. Ach nee, die Jagd geben die schneller auf mich auf. Ich hab ja gar nichts, was so Stealth irgendwie was bringt. Schade. Nicht mehr. Ich verkaufe ihnen immer diese Sake-Lieferung. Sie lieben mein Das. Das, Muglu, gib das jetzt! Ihr macht also Geschäfte mit dem Feind. Ich fülle die Mongolen ab und behalte dafür meinen Kopf. Na ja. Bereit? Möchtet ihr das wirklich durchziehen? Alles für Taka. Kann man irgendwie nachvollziehen, oder? Lieber Kopf behalten als Kopf ab. Wie schlimm sieht es in der Asamo-Bucht aus? Ein paar Leute wehrten sich. Die Überlebenden sind Gefangene. Oder Sklaven. Aber Taka hast du nicht gesehen? Nein. Aber jemand arbeitet seit ein paar Tagen in der Schmiede. Vielleicht ja dein Bruder. Wie lange kennt ihr beiden euch schon? Ewig. Ich war jung und unbedarft. Ich fing gerade an, Sake zu brauen. Hab Yuna den ersten verkauft. Hat geschmeckt wie Pisse, aber war billig. Eine Weile wollte ich, dass Taka mir beim Verkauf hilft. Aber er ist zu gutmütig. Kaum drückt wer auf die Tränendrüse, drückt er Sake raus. Kostenlos. Mongolen. Mist, ihr beide steigt besser in den Wagen. Sind nicht viele. Ich schaff das schon. Nein, Jin. Taka ist so nah. Bitte. Also gut. Der Wagen sieht aber echt klein aus. Passt mein Strohhut da überhaupt rein? Seid bereit! Sie könnten in den Wagen schauen. Ihr meintet, das tun sie nicht. Beim Stadttor! Ich habe sie noch nie so weit draußen gesehen. Meine Hände! Bitte! Bitte, boy! Das! Das für die Asamo-Bucht! Das! Heilung! Ja, hab's doch saufen, ne? Nur noch ein Stückchen. Was machen die da? Ist nicht wichtig, bleib unten. Macht Taka das auch durch? Dein Bruder ist gelernter Schmied. Ihn werden sie nicht so behandeln. Das weißt du nicht. Was machen die mit den Leuten hier draußen? Wir sind bald da, leise. Oha. Ganze Arbeit geleistet, die Mongolen. Das hat wirklich geklappt. Oh, nein. Da hat jemand die Mongolen verärgert. Die halbe Stadt ist niedergebrannt. Hier trennen sich unsere Wege. Lass die Mongolen trinken und lenkt sie ab. Das werde ich tun. Seid vorsichtig, Kenji. Ihr auch, Fürst Sakai. Taka wartet auf uns. Gehen wir. Treffpunkt ist die Kreuzung hinter der Stadt, wenn wir fertig sind. Wir brauchen einen guten Aussichtspunkt. Hier lang. Denk dran, keinen Alarm. Wir machen das leise. Sonst büßen es die Gefangenen. Ist gut. Eindringlinge. Oh, ihr seht durstig aus. Kommt, hier rauf. Da, am Tor. Aha. Wer hat das Sagen? Ein Sklavenhändler. Bastard. Er
begutachtet die Gefangenen wie Pferde. Vielleicht führt er uns zu Taka. Folge ihm. Oh, was hier kommt? Ich kann nicht einfach über den Hauptweg, oder? Geht's da? Ja, okay. Dein Ziel entkommt. Ja, ich beeil mich. Alter. Taka geht es bestimmt gut. Er würde nicht fliehen. Verfolge ihn. Soll ich es wagen, vielleicht bei so einem Attentat? Oder ist das... Ach komm, ich bin mal so dreist. Was soll passieren? Außerdem vibriert hier die ganze Zeit mein Spinnensinn. Ja, irgendwas vibriert hier wie blöde. Das wollte ich nicht, ich wollte darüber. Oh oh. Hat er was bemerkt? Vielleicht. Ich will eigentlich über die Dächer gehen, aber es geht gerade nicht so ganz. Jetzt. Alles voll hier mit Mongolen. Neuer Ton, being all of you. Was ist denn los? Euer Schmied Taka. Er arbeitet schlampig. Ich glaube, er sabotiert euch. Du kleine Ratte. Er ist mein einziger Schmied. Ich bin auch Schmied. Und ich bin viel besser als er. Ich habe kein Essen für zwei. Ich werde ihn los. Aber ihr müsst zeigen, was ihr könnt. Dieses Schwein. Er wird Taka töten. Taka töten. Ich gebe euch alles. Wärt ihr nur gekommen, bevor die Halte voller Mongolen. Da ist der Sklaven. Wenn er für uns bei Taka ist. Oha. Vorne läuft er. Ist es nicht ein bisschen auffällig, wenn die überall Tote rumliegen auf einmal? Oh, hier vibriert es wieder wie blöde. Oh nein. Den Ding im Hut ist so, hä? Gut beschwert. Wo ist der Typ? Der Bastard. Er darf nicht entkommen. Ich will noch morden, alles gut. Da ist er. Das war jetzt ein ganz schöner Zufall, dass ich ihn nicht verloren habe. Da ist Taka.
Bitte! Yuna. Taka! Was haben Sie getan? Du bist sicher. Wir müssen weg. Unmöglich. Sie schnappen uns, wie die anderen. Das ist Fürst Sakai. Er beschützt uns. Ihr müsst mir vertrauen, Taka. Ihr müsst uns helfen. Jawohl, mein Herr. Ja, nicht so schnell, Leute. Wo geht ihr denn hin? Oh oh. Verdammt. Jetzt wollte ich noch ein bisschen in Ruhe absuchen, weil hier vibriert es halt die ganze Zeit, aber ich glaube, das kann ich vergessen. Dann brechen wir dort aus. Die Artefakte werde ich hier nicht kriegen, glaube ich. Oh Mann. Sie haben den Sklaven hinter. Die töten uns. Verstecken. Nein. Weiter. Wir können auf die Kisten klettern. Au, Kacke. Ich hoffe, ich komme hier nochmal her. Wohin gehen wir? Kenji erwartet uns an einer Kreuzung. Kenji ist bei euch? Wenn er es rausgeschafft hat. Ist aber ganz schön ruhig dafür. Ich habe gedacht, da geht's jetzt richtig ab, aber das bisschen Hörnerblasen, da ist ja nicht weiter wild. Oh oh. Ach komm, scheiß drauf. Zeig mir, was ihr könnt! Ich mach die alle fertig, hoffe ich. Das sind nicht zu heuer Hosen! Oh nein! So! Ihr Schweine! Oh, sorry, das ist Yuna. Ich konnte nicht widerstehen. Ich musste einfach alle killen jetzt. Es tut mir sehr leid. Ich mach Bakuna ist zurück, ihr Schweine. Nein. Dann halt nicht. Ich hätte sie ja wahrscheinlich einfach vorbeireiten lassen können, oder? Oh, das ist ja noch eine Festung. Wo sind wir denn hier? Ach ja, das ist die verworrene Kreuzung. Die wollte ich ja auch noch irgendwann. Alles klar. Oh oh. Eieieiei, das war auch ganz schön viel los. Überall welche jetzt. Na, ich hoffe, Kenji geht's gut. Pferde, sie kommen uns holen. Geht ins hohe Gras und bleibt unten. Das ist Kenji. Taka, du hast es geschafft. Wurde die verfolgt? Nein. Aber wir können nicht zurück zu mir. Da sind die Mongolen.
Wir sollten gehen. Wir müssen möglichst weit weg von der Asamo-Bucht. Heute noch keinen Mongolen gesehen. Wir haben's geschafft. Wo gehen wir als nächstes hin? Dort ist ein Aussichtspunkt mit Blick auf ganz Isuhara. Geht's allen gut? Ich könnte einen Schluck vertragen. Und Schlaf. Bei einem davon kann ich helfen. Tucker, ihr seid so still. Zum ersten Mal seit Tagen fühle ich mich nicht dem Tode nah. Mein Herr, ich bin dankbar. Aber woher kennt ihr Kenji und meine Schwester? Ich verdanke Yuna mein Leben. Da haben wir etwas gemeinsam. Ich bin nicht sonderlich sattelfest. Komatsu ist hinter dem Grab da. Sie haben eine Schmiede. Eine der besten der Insel. Da könnte man Werkzeug herstellen. Etwas, was Jin über die Mauern von Burg Kaneda hilft. Was meinst du, Taka? Mein Herr, ich würde mich mit allem bedanken, da ihr mich befreit habt. Danke. Taka, Kenji, ruht euch aus. Wir bleiben nicht lange. Wie geht es dir? Ich habe meinen Bruder zurück. Er ist mitgenommen. Kannst du ihn heil nach Komatsu bringen? Mit Essen und Ruhe wird er wieder. Dein Bruder war nicht der einzige Gefangene in der Asamo-Bucht. Du willst sie alle retten. Und ihre Fänger bestrafen. Gut. Reite zu Komatsu Schmiede. Ich komme, sobald ich kann. Jin? Danke. Das Feuer schüren. Jawohl, das haben wir. Sehr gut. Gibt noch? Ah, schade. Was haben wir denn hier? Noch drei Geschichten aktualisiert. Yunas Bruder ist endlich in Sicherheit, aber wir mussten uns nach unserer Flucht trennen. Ich sollte sicher gehen, dass sie Komatsus Schmiede erreicht haben. Wenn Taka sich erholt hat, kann er mir vielleicht etwas anfertigen, mit dem ich die Mauern des Kerkers meines Onkels an der Burg Kaneda erklimmen kann. Ja, krass, aber wenn wir das dann da schon haben, was soll denn dann noch kommen, sage ich mal? Was wird denn danach noch passieren? Offene Rechnungen. Ich konnte Taka aus der Asamo-Bucht befreien, aber andere werden noch festgehalten. Ich werde nicht ruhen. Ach Mist, jetzt habe ich da unten keinen Schnellreisepunkt. Na komm, wir gehen jetzt mal hier zur Festung. Und machen erstmal diese Festung da unten platt. Ich meine, lassen wir erstmal Yuna und Taka so ein bisschen das Wiedersehen feiern. Ist ja jetzt keine Eile, dass ich mich da direkt schon wieder draufstütze. Oh. Was habt ihr denn für Probleme hier? Okay, das war's. Haha. Haha. Hey! Oh nein, ich habe mich selbst gekillt. Ihr blöden Penner. Warum war das jetzt auch so? Ah, ich konnte auch keinen herausfordern. Sammle zirpende Grillen und neue Lieder. Oh, okay. Zirpende Grillen für neue Lieder. Ach Mann, das war jetzt peinlich. Warte mal, haben wir den Tempel hier schon? Oh ja, haben wir schon. Also den Tori-Schrein, den Pfalz-Spitzenschrein. Oh, da ist ein Fuchsbau. Und ein Vögelchen.
Willst du mir den Fuchsbau zeigen, lieber Vogel? Ja, den habe ich noch nicht. So, wo geht's denn hin, kleiner Fuchs? Oh, das Gewitter ist ja mal geil. Säule der Ehre. Wow. Alles klar. Oh, zwei haben wir. Mal sehen, was hier oben noch wartet. Aha. Gibt's wieder ein neues Aussehen. Mamushi-Gift. Mit tödlicher Präzision finden deine Klingen ihr Ziel. Ja. Ja. Ich nehme das hier. Der Sturm des Sakai-Clans. Des Saka-Clans. Schön, schön. Oh, habe ich das hier schon? Ah, es gibt immer so viele Sachen, wo man hier einfach mal anhalten und vorbeigehen kann. Sieht aber nicht so aus, als wäre hier noch jemand... Oh, doch, da ist noch jemand. Alter. Wie viel Blut einfach mal. Ich kann nicht schlafen, seit ich von diesen Maskierten hörte, versteckt in den Bambuswäldern Hiyoshis. Es gibt auch ohne Märchen genug Grund zur Sorge. Es ist kein Märchen, mein Herr. Sie nennen sich Beschützer des Langbogens des großen Uchitsune. Ruht euch aus. Ich finde heraus, wer die Maskierten wirklich sind. Der Musikant im Hiyoshi-Heilbad weiß mehr. Oh, warte Vorsicht, mal. Vorsicht, mein Herr. Manche glauben, Uchitsunes Fluch wirke noch. Warte mal, Uchitsune? Hier, der Fluch von Uchitsune, da gibt's die Sprengpfeile. Ja! Und den Himmelsschlag kann ich auch. Der Musikant in Hiyoshi rezitiert den Mythos von Uchitsunes Langbogen. Ich sollte mir diese Geschichte anhören. Geil. Geile Meile. Ja, der Talisman, dass ich mehr Sachen sammle, der lohnt sich wirklich. Guck mal, jetzt Leinen. Drei. Und der Bonus, den ich bekomme? Okay, war kein Bonus. Aber hier, dass ich halt mehr Sachen sammle, wenn ich Gegenstände aufhebe, das ist schon sehr, sehr praktisch. Das ist ein braves Pferd, Kabi. Also die fünf Vorräte waren wahrscheinlich der Bonus. Vorne brennt wieder alles am Horizont. Ist schon krass. So, wartet nur ab, ihr Mongolen. Ich komme und mache euch platt jetzt. Euer dummes Lager. Wobei ich mir vielleicht erstmal Upgrades holen sollte, ich weiß nicht. Da seht mal, die 4 gab es jetzt als Bonus. Das ist so gut einfach. Deswegen, der Talisman hier, der ist Gold wert. Hier ist halt nichts, ne? Außer Wald. Oh. Okay, ihr Penner. Was macht ihr da mit den Leuten? Ist das nur einer? Zack. Oh, es war nur einer. Ja, ja, machen wir nicht so melodramatisch hier. Das war echt nur... Oh, die haben gegen den Bär gekämpft. Cool. Schon mal 6 Fälle und nochmal 4 Fälle. Geil. Huch. Falsche Taste.
So, würde ich mir, glaube ich, erstmal die Bogenschützen vornehmen. Was macht der denn da? Oh! Heißt ein Schütze! Wow. Hat er die gerade gekillt, der Bandit? Das hat mir gerade geholfen, voll nett. Guck mal, die sind schon alle ab. Wow, die Banditen haben die schon alle kalt gemacht, die Mongolen. Einfache Mongolen, die. Also Banditen, die einfach. Einfache Banditen, die Mongolen, so jetzt haben wir. Ja, die Mongolen platt machen. Bemerkenswert. Also bemerkenswert schlecht von den Mongolen. Total witzig, wenn man mal drüber nachdenkt. Ach, da komme ich sogar rein, hä? Sehr schön. Das Lager ist ja schon fast ausgelöscht. Das war's schon. Was ist denn der Typ jetzt? Oh, hier ist er ja. Huch. Nein! Du Schwein! Er war auf einmal weg und dann ist er wieder da. Was ist denn dein verdammtes Problem, du Arsch? Kämpfen wir! Na komm! Kommt! Feige Schweine! So, ein Gegner von oben töten, also, ja? Da irgendwo rauf vielleicht? Ist hier eine Leiter oder? Macht aber auch ganz schön viel Schaden, wenn die einen einmal treffen. Oh. Verreck endlich. Ist da oben noch einer? Oh, verbleibende Gegner. Ja, gut. Wo denn? Da unten kommt er. Ha!
Oh nö, jetzt. Was habe ich euch denn herausgefordert, ihr feigen, faulen Säcke da? Leider. Was macht der denn da? Wen hast du denn da geschossen, bitte? Hallo jetzt. So. Ich glaube, wir haben es befreit. Also, die Festung ist jetzt Matsch. Ja. Aber wer sagt denn bitte, dass die da nicht wiederkommen und wieder alles hier vollpacken mit Mongolen? Finde ich halt immer ein bisschen seltsam eigentlich. So, oh nein, der hat alle getötet. Da gehen wir lieber nicht mehr hin. Oh, aber es gab richtig gut Vorräte hier jetzt. Oh ja. Eisen. Leinen. Aha. Und Stahl. Fein. Und Vorräte. So, ich glaube, hier sind wir erstmal fertig. Da würde ich mal sagen, ich gehe mal wie so oft zurück zum Goldenen Tempel. Oh, es ist alles verfügbar. Oh, Geschenke. Rüstung, Bogen, Waffen. Was? Weiche dem Fegeangriff eines Speers mit einem Sprung aus. Oh, sind wir jetzt bei Sekiro wieder, ja? Ne, brauche ich Bogen? Ich weiß gar nicht. Ich sage es euch, der mongolische Kaiser. Oh, Bebs. Da ist ein Mann, mein Herr. Er schwingt sein Schwert und fuchtelt damit am Strand von Zuzu herum. Ein Überlebender? Oder ein Bandit? Ich weiß nicht, aber ich glaube, er weinte. Aha. Zuzu. Oh, rachsüchtiger Fürst. Von einem Fürsten getragen, der für seine Brutalität berüchtigt war. Geil. Gleich mal ausrüsten. Ah, nee, warte, Kleidung. Jetzt habe ich einen Schnauzer. Ja, okay. Kann man ja mal machen. So, natürlich werde ich zuerst Waffen aufrüsten. Versteht sich ja von selbst. Sonst sagt Bescheid. Oh, habe ich jetzt die Vorräte? Spiegelblank poliert. Verzeiht. Ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Gold brauche ich dafür. Euer Schwertarm beschützt uns alle, mein Herr. Da wieder goldener Vogel eben. So, soll ich vielleicht doch den Bogen oder eher die Rüstung? Ihr seht das anders, aber sie machen sich Feuer und Donner untertan. Ja, Vögelchen, da komme ich nicht hoch, leider. Ich weiß auch nicht, was du mir gerade zeigen willst, aber. Ach, da ist er. Wo ist der Vogel? Ach komm, ist egal. Ich werde auch meinen Bogen nochmal aufrüsten. Und dann noch die Rüstung und dann geht's wieder zurück. Werden Sie, darf ich mich um euren Bogen kümmern, Herr? Na klar. Geil. Makellose Präzision und Reichweite. Ja, der Bogen ist schon sehr praktisch. Jetzt sehen die Mongolen, was ein rachedurstiger Samurai kann. Die sagen es immer so, als wäre rachsüchtig sein hier was Schlimmes. Ich bearbeite alle Arten von Rüstung. Ja, Tadayoris Rüstung.
Erhöht die Geschwindigkeit beim Einlegen und Nachladen von Pfeilen, okay. Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Ja, ich weiß schon. Immer das Gleiche, ne? Ach so. Oh, genau, hier ist das Lied des Musikanten von Ushitsune. Ich hole mir erstmal die Quest hier unten noch. Dass ich da das mit den Leuten noch mache in der Asamo-Bucht. Ich will da noch alles absuchen. Und wahrscheinlich noch alle Leute killen, die da rumrennen. Von den Mongolen, meine ich jetzt. Offene Rechnung. So, wollen wir mal sehen. Ich finde die Rüstung hier bisher ziemlich gut eigentlich, aber nur von den Fähigkeiten, nicht von den... Es muss doch noch eine geben, die einem ein bisschen mehr Schutz gewährt. Ich finde nämlich, man kriegt so schnell... Also gut, es ist jetzt halt auch schwer, ne, muss man sagen, aber man kriegt halt von so einem Anführer oder generell von diesen etwas stärkeren... Nach einem Treffer bin ich fast wieder am Tode. Auch wenn ich mich vorher komplett vollgeheilt habe, das macht es irgendwie so ein bisschen unsinnig mit der Lebensenergie fast schon, dass ich so viel Lebensenergie investiere. Also die ganzen Bäder, die ich schon geholt habe, das ist alles total für einen Eimer gerade. Finde ich. Da bin ich ja sowieso so ein Eintreffer-Totopfer. Ah. Naja. Wir müssen etwas. Mein Herr, wir gehen zur Asamo-Bucht. Helft uns im Kampf. Mit einem Kampf werdet ihr alle dort drin gefährdet. Die Mongolen hungern unsere Ältesten aus und schlagen sie als Strafe für einen entflohenen Gefangenen. Eure Ältesten hatten nichts damit zu tun. Wo werden sie festgehalten? Eine ist beim Schrein, die anderen beiden wahrscheinlich in den Häusern. Wie wolltet ihr da reinkommen? Die Tore sind fest verriegelt. Beim Haupttor ist eine Öffnung im Zaun. Dort haben wir uns als Kinder rausgeschlichen. So kann ich hineinschleichen. Bleibe ungesehen, bis ich alle Tore geöffnet habe. Danke, mein Herr. Ja, offene Rechnungen. Wollen wir noch mal sehen. Da war noch überall Holz, das will ich mir noch holen. Das habe ich nämlich bei dem Weg hierhin habe ich das gesehen und wollte das unbedingt haben. War hier nicht noch was? Wo ist das Holz? Da. Na gut, aber da war noch besseres Holz. Die Bogenschützen. Ist ja ewig gar kein Schwein mehr da jetzt. Öffne die Tore, töte den Mongolen an. Oha. Hey. Hey. Oh, der hat eine goldene Rüstung. Au. Aua. Scheiße. Wo ist der Typ hin mit seiner goldenen Rüstung? Ist er einfach abgehauen? Ich glaube also bei den härteren Gegnern ist es etwas schwieriger, das Ganze zu kontern. Also im richtigen Timing, dass man da diesen Gegenangriff startet. Aber auf einmal ist es hier alles einfach, ne? Vorher war alles voll mit tausenden Gegnern. Weil die Dorfältesten, zweite Mongolenanführer. Ja. Au.
Ist mal gut jetzt. Oh, yes. Weine. Die halten aber auch nichts von fairen Kämpfen, oder? Ah, das tat bestimmt weh. Die halten echt nichts von fairen Kämpfen hier. Aber ich kann auch anders. Ich warne dich. Kein Fisch, kein Essen. Wir nichts essen, du nichts essen. Wir müssen essen. Los, fang Fisch. Getötet! Du blöder Penner! Da kommt nur! Stirb! So, ihr Saftsäcke. Haben sie den Mann überleben? Nee, ist er tot? Wo ist der Typ hin? Solche Saftsäcke. Aber schön, dass ich nochmal her kann und alles holen kann. Nee, hier ist auch nichts mehr. Warum haben wir nicht noch eine... Oh, wir haben 2 Punkte noch. Langsam die Zeit. Rolle dich ab. Warte mal, vielleicht das hier? Oder das Kunai? Ja komm, ich nehme mal die beiden. Ist schon ganz geil. So, Dorfbewohner aus Käfigen. Anführer, Tore. Nee, vibriert's wieder. Also besser, es pulsiert. Also man merkt richtig, wie so ein sehr schneller Herzschlag hier, wenn ich irgendwo was in der Nähe habe zum Sammeln. Hier ist aber nichts. Oh Mann. Na? Aha. Denkt auch immer, ihr werdet die geilsten, ne? Mit euren tollen blauen Klamotten. Jetzt hört es wieder auf zu... Ah, das ist echt schwierig manchmal, das zu finden. Weil es pulsiert hier die ganze Zeit. Hier oben vielleicht. Oh. Nein. Oh. Das war's. Aufzeichnungen. Gestohlene Erinnerungen. Imataro und seine Familie. Im Feuer des Sonnenuntergangs. Was? Sonnenuntergang Tors verbrannt. Genzo zu den Schiffen gebracht. Togo für das Stehlen von Essen lebendig verbrannt, Alter. Shinsuke beim Baumfällen zusammengebrochen. Mom Miji vor der Stunde des Hundes verschwunden. Klein Einauge verschwunden. Ich habe eine Sandale beim Haus des Kräuterhändlers gefunden.
Na, das sind die ganzen Bewohner hier. Fies. Alle verschleppt. Wie leer das hier auf einmal ist. Schreien. Nee, da komme ich nicht weiter. Keine Gnade. So werden wir siegen. Jesus, sich nur die Zeit! Ich verrate nicht! Das hab ich nicht gesehen! Um Sendo, Herren, geht ihm! Lass mich gehen! Hui! Arvo! Bitte, hol mich hier raus! Bald seid ihr frei. Ihr seid jetzt sicher. Ich war sicher, sie würden mich umbringen. Sie haben bereits einen Schmied getötet. Nein, er ist entkommen. Werdet ihr auch. Aber bleibt fürs Erste hier. Ich dachte, das könnte ich gerade aufheben, dieses Teekesselchen. Okay. Da oben müsste noch einer sein. Ja. Oh, what? Der sieht mich. Es musste sein. Nein, es ist nicht sicher. Eben außerdem so ein bisschen das Gesicht neu geschnitzt. Mein Herr, befreit mich bitte. Alles wird wieder gut. Seid ihr verletzt? Mir geht es gut. Sie wollten, dass ich ihre Kranken heile. Und ihr weigertet euch. Bleibt hier. Ich kümmere mich um den Rest. Sie brachten Tamon, unser Oberhaupt, in eines der Häuser. Befreit ihn, bevor es zu spät ist. Okay. Ich glaube, dort gibt's auch nichts mehr. Oh. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Oh, hier vibriert's wieder ganz schön. Wahrscheinlich ist da drin irgendwas. Dass der ganze Platz wieder eigentlich voll war letztes Mal, als wir hier waren. Einen Abend zuvor. Na? Handwerker gefragt. Hotoke, sagt eurem Mann, die Mongolen sind nicht so, wie wir befürchtet hatten. Nachdem wir sie in die Stadt ließen, reihten sie uns auf und fragten, was wir ihnen bieten könnten. Aber es ging nicht um Essen oder Kleidung. Sie wollten unsere Fähigkeiten. Waffen- und Rüstungsschmiede sowie Tischler wurden gut behandelt, sogar Gerber.
Ich war überrascht, wie aufrichtig ihre Güte zu sein schien. Aber wer keine nennenswerten Fähigkeiten vorzuweisen hatte, war nicht mehr wert als ein Hund. Nein, das stimmt nicht ganz. Ihre eigenen Hunde behandeln sie besser. Ihr habt Glück, dass Genzo Steinmetz ist. Sorgt dafür, dass die Invasoren das wissen. Na toll. Und was ist, wenn du jetzt normaler Bürger warst, der irgendwas gearbeitet hat? Dann warst du halt echt nur Abschaum, ja. Und da haben sie dich wahrscheinlich getötet, einfach. Aber wie sie herumschreien. Da müsste eigentlich nur dieses eine Tor übrig sein hier, wo ich gerade drauf zugehe. Willst du dem etwa Angst machen? Was ist das für eine Pfeife? Nein! Ey, du bist so lächerlich! Ich wollte mich heilen! Ah, dummes Schwein! Dummes Schwein! Ah. Ach, neues! So, blöder Penner. Stirb jetzt. Wie einfach mal rumstresst die ganze Zeit. Und Leute anbrüllt. Pfeife. So, und ich bin der letzten Anführer noch. Tötet ihr ruhig. Aber auf immer Hilfe zu rufen. Ich bin doch die Hilfe. Bitte lass
Stirb! So, das war der letzte Anführer. Schlitz. Ich finde, das sieht so geil aus, wie die Klinge dann noch so das Blut nachzieht. Oh, Kunai sind voll. So, öffne die Tore und befreie den Dorfältesten. Kein Problem. Nachdem der Anführer hier gekillt wurde, vielleicht sind die alle abgehauen, die Feiglinge. Also nachdem der Sklavenhändler da getötet wurde. Wer weiß. Ich glaube, ich mache hier draußen erstmal alles lang. Ah, ins Gesicht. Einfach mal durch die Wange gestochen, so richtig fies. So, du kommst raus. Oh, du bist tot. Seid ihr sicher, bis eure Peiniger tot sind? Danke, mein Herr. Wir arbeiten uns hier zu Tode. Ihr seid jetzt frei. Wo ist das hier? Es vibriert halt die ganze Zeit. Es ist so furchtbar. Halt die Schnauze. Hab Dank, mein Herr. Stillhalten. Seid ihr das Oberhaupt? Ja. Die Mongolen drohten, meine Leute zu töten, wenn ich ihre Herrschaft nicht anerkenne. Ich wollte gerade nachgeben. Das war sehr stark von euch. Bleibt versteckt, bis die Luft rein ist. Der mongolische Kriegsherr hat mein Haus übernommen. Bitte vertreibt ihn und befreit uns alle. Okay. Boah, es ist ganz, ganz stark am Vibrieren, aber ich... Ihr habt mich gerettet. Mögen die Kami euch beschützen, Fürst Sakai. Ich weiß nicht, wo das Ding sein soll. Ah, hier. Aufzeichnung 46. Kommt zur Umugi-Bucht, Bruder. Ich bat Taro, Tag und Nacht zu laufen, damit diese Nachricht dich erreicht. Flieh, solange du noch kannst. Komoda liegt in Asche. Die Mauern der Asamo-Bucht werden die Angreifer nicht aufhalten können. Sie sind nicht wie die Piraten oder Banditen von einst, sie sind schlimmer. Sie haben mächtige Waffen, die Feuer vom Himmel regnen lassen. Gegen so etwas sind wir machtlos. Flieh in das Vorgebirge im Norden. Ups. So, da ist noch ein Käfig irgendwo. Sind die überhaupt noch Feinde? Oder habe ich schon alles erledigt? Oh. In der Tat sind hier noch Feinde. Na? Das gibt's doch nicht. Wie viele sind denn noch hier? Wo ist denn noch ein Käfig jetzt? Ah, auf dem Platz.
Irgendwo. Ach, da. Mein Herr. Hier ist es nicht sicher. Lauft. So, wir haben alles, glaube ich, oder? Oh, warte mal, such den Mongolenanführer. Okay. Ich dachte eigentlich, ich hätte jetzt alle Anführer. Aber es war der Obermufti, hä? Der Obermotz. Samurai! Ihr habt meine Leute gefoltert. Unterwerft euch den Mongolen und euer Volk wird nicht leiden. Ihr seid feige und verlogen. Ihr habt nichts als den Tod verdient. Ich bekomme nichts als deinen Kopf. Stirb! Die Windkampfhaltung habe ich gelernt. Erlernt. Das war knapp, aber. Ich habe den Arsch versohlt. Ah, die ist gegen Speere, ja. Windkampfhaltung ist sehr effektiv gegen Speere und Äxte. Alles klar. Ah. Schwere Angriffe fügen zusätzlichen Taumelschaden hinzu. Speerbrecher. Für den Taifun-Tritt gedrückt halten und, ja, Kampfhaltung wechseln. Geil. Blöder Penner. Da haben wir's. Jus. Kage. Ja, immerhin haben ein paar Leute überlebt. Das ist schön. Talisman der Lebenskraft. Okay, Talisman der Verteidigung. Mittlere Erhöhung der Gesundheit. Oh, das ist ja geil. Ja, aber noch nicht. Noch nicht. Ich muss warten, bis ich Talisman Platz frei habe. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für den Part. Der war lang und wir haben Asombo befreit. Das ist doch schön. Oh, da kommt wieder ein goldener Vogel. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Es wäre schön, wenn ihr mir ein Like auf die Folge gebt und vielleicht was Nettes kommentiert. Wir sehen uns wieder. Oh, da vorne sind auch Hitler jetzt. Alles klar, wir sehen uns zu Ghost of Tsushima. Bis dann, tschüss.